erfolgreich sein wollen wie die deutschen Rennrodler, die haben sich am Wochenende im Landkreis Sonneberg getroffen zu den 12. Landesjugendspielen. Die finden alle 2 Jahre statt und die Sportler im Alter von 8 bis 14 Jahren messen sich dort in über 100 Entscheidungen in 15 verschiedenen Sportarten. Und das, obwohl Winter ist, nicht nur in den Winterdisziplinen. Wer hier startet, will gewinnen. Nicht nur bei den Biathleten oder den nordisch Kombinierten, sondern auch bei den Turniertänzern oder den Ringern. 1600 Kinder und Jugendliche haben in 15 verschiedenen Sportarten die Besten der Besten gesucht. Für die Nachwuchstalente sind die Landesjugendspiele so etwas wie die Olympischen Spiele für die Großen. Es geht natürlich darum, auch Nachwuchs zu sichten und für die weitere Laufbahn, also eine leistungssportliche Entwicklung, heranzuführen und an die Sportarten zu binden. Während die Kinder alles geben, geht es hinter den Kulissen bei den Trainern und Sportfunktionären um ein zentrales Thema. Wie finde ich in Zukunft ausreichend Talente für meine Sportart? Das Problem ist, in Thüringen gibt es immer weniger Kinder. Und viele gehen trotz Talent lieber zum Fußball als zum Langlauf. Thüringen hat natürlich im Wintersport große Traditionen. Und viele Eltern, die natürlich Interesse daran haben, dass ihre Kinder im Wintersport auch heimisch werden und dort eventuell mal in berühmte Fußstapfen treten. Aber der Kampf um die Kinder, der wird immer härter. Die kleinen Aktiven, zumindest die der Wintersportarten, hatten gestern Vormittag aber ganz andere Probleme. An der Schanzenanlage in Lauscha lagen die Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Nicht jeder Sprung ging da auf die erhoffte Weite. Und eines gilt für alle Sportarten: die Emotionen schwanken zwischen den Extremen. Sieg oder Niederlage, Freudentaumel oder Tränen. Doch auch die gehören dazu, zu dem langen Weg an die Weltspitze.